Punkte, Flutlicht. Wie ist die Stimmung gerade? Ja, nach 3 Punkten oder nach einem Sieg ist allgemein schön. Wir haben es uns erkämpft, wirklich über 90 Minuten reingehauen. Flutlichtspiel ist immer unfassbar schön, wenn die Stimmung da ist, dunkel. Und da krachen wir uns rein einfach, das ist geil. Du meinst gerade schon gut gekämpft. Hättest du dir gewünscht, dass es ein bisschen höher ausfällt? Oder sag mal, das ist egal, das Ergebnis passt und alles gut? Ja, es ist immer schöner, wenn man noch mehr Tore macht, aber ein 2-1, ein Sieg, ein knappes Ding. Und bei so einem Fight ist es noch schöner als ein 5-0 oder so. Wie groß ist jetzt vielleicht auch die Erleichterung nach den letzten Wochen? Ja, die Erleichterung ist groß. Wir haben uns die letzten 3 Spiele nicht so verkauft, wie wir es eigentlich sollten. Und das Derby auch nicht gewonnen. Und da, jetzt kommen wir zurück und nehmen den Schwung mit in die nächsten Wochen. Du teasest es schon an, nächste Woche, es geht mal wieder nach Berlin. Was nehmt ihr euch vor? Ja, dort auch einen 3er mitzunehmen. Also ist klar, den Schwung mitnehmen, Spaß haben und genauso fighten wie heute. Und dann ziehen wir dort auch das Ding. Klingt nach einem Plan. Super, dankeschön. Ja, 3 Punkte. Du hast beide Tore geschossen. Perfekter Abend für dich eigentlich, oder? Ja, also kann man so sagen. Also ich freue mich für die Mannschaft. Wir haben 3 Punkte und so kann es jetzt weitergehen, ja. Bist du zufrieden mit der Leistung heute oder hättest du irgendwie gewünscht, weiß ich nicht, noch 1-2 Tore mehr, ein bisschen deutlicher oder was denkst du? Ich glaube, ein bisschen deutlicher, da wären wir alle ein bisschen ruhiger so. Die Möglichkeiten waren auch da, aber ja, ich denke mal, so Step by Step machen wir das jetzt besser und gucken halt nach vorne. Ja, letzte Woche war Sachsenpokal, das heißt Länderspielpause, das heißt, du warst international unterwegs. Vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, wie war dein Wochenende? Ich glaube, es war sehr intensiv, würde ich jetzt mal sagen. Auch viele lange Reisen so dazwischen, aber es war sehr positiv auf jeden Fall und gut, dass ich jetzt hier fortsetzen konnte. Ja. Eilenburg ist ja kein unbekannter Verein, du hast ja ganz lange da jetzt gespielt. Wie ist die Stimmung bei so einem Aufeinandertreffen davor? Ist man aufgeregt, ist man gespannt, ist es relativ egal? Wie war es bei dir? Ja, ist schon ein besonderes Spiel für mich. Ich kenne halt wirklich viele Jungs, ich habe da auch nicht nur ein Jahr gespielt, von daher, das paar von den Jungs sind auch echt meine Freunde geworden. Ja, war schon ein besonderes Spiel heute. Ich wusste, dass es eklig sein wird, war es jetzt auch. Am Ende haben wir ganz schön nochmal gelitten, muss man ehrlich sagen. Dürfen wir uns wahrscheinlich schon nicht beklagen, wenn es nur 2-2 gibt. Aber ja, in der Phase, wo wir sind, ist klar, dass du am Ende nochmal so ein bisschen schwimmst und so. Und wichtig ist heute, das Ding gewonnen zu haben, so 3 Punkte geholt. Von daher, ich bin zufrieden, egal wie. Würdest du auch sagen, Ergebnis ist gerechtfertigt? Ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, also am Ende haben wir nochmal ganz schön geschwommen. Es ist klar, dass in unserer Situation, wenn du die letzten 10 Minuten 2-1 führst, das jetzt nicht hier, keine Ahnung, nochmal hinten rausspielst und so, kann ich schon verstehen. Aber ja, man muss schon so ehrlich sein, dass Eilenburg da am Ende auf jeden Fall schon nochmal die Chance auf 2-2 hatte. Die haben sie nicht genutzt, von daher ja, wir haben das Ding gewonnen. Wie, fragt ein Kind in 2 Wochen keiner mehr. Stimmt. Als wir vom Derby die Interviews hier gemacht haben, waren Manu und Bellot hier und hatten irgendwie auch so ein bisschen geredet, so was der Mannschaft so ein bisschen fehlt, irgendwie Selbstbewusstsein, wieder eine Einheit werden. Würdest du sagen, das hat die letzten 2 Wochen wieder ein bisschen mehr zugenommen, dass man das geschafft hat? Ja, wichtig sind dafür immer Siege. Wenn du gewinnst, dann kommst du mit einer ganz anderen Stimmung und einer ganz anderen Laune zum Training. Das ist einfach so. Und es liegt einfach ein besserer, wie soll ich sagen, so ein besserer Vibe in der Kabine. Den wollen wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt ist wieder positive Stimmung. Wir haben jetzt mit Pokal letzte Woche jetzt mal 2 Spiele in Folge gewonnen. Das tut gut. Und ja, jetzt fahren wir nächste Woche nach Berlin, wollen da auch gewinnen. Und dann haben wir ein gutes Highlight-Spiel zu Hause gegen HFC. Ja, die Stimmung wird jetzt wieder besser, umso mehr wir gewinnen. So ist es einfach.